Der Lesemonat Mai 2016 ist jetzt auch vorbei. Meine Reinkünste sind nun nicht die besten, aber Lesemonat Mai ist tatsächlich vorbei und es war gar kein so schlechter Lesemonat, wie ich fand. Ich habe insgesamt geschafft, 5 Bücher zu lesen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, es war nur eins dabei, was mir nicht ganz so zugesagt habe. Zu den meisten habe ich auch Rezensionen gedreht. Ich werde sie euch immer an der entsprechenden Stelle nennen und dann hier in der Infobox, nee, hier im Infokarte heißt das ja jetzt, dann immer aufploppen lassen. Das erste Buch, was ich in diesem Monat gelesen habe, ist auch das dickste Buch, glaube ich. Ja, was ich diesen Monat gelesen habe, und zwar von David Mitchell, Die Knochenuhren. Das Buch hat über 800 Seiten, ist auch ein ziemlich schweres Hardcover, ist auch ein ziemlich teures Hardcover, wie ja Hardcover-Ausgaben in letzter Zeit auch immer ziemlich teuer sind. Ich habe am Ende meiner Rezension, glaube ich, empfohlen, auf die Taschenbuchausgabe zu warten. Allerdings, wer David Mitchell mag und auch seine Art zu erzählen mag, der dürfte das hier eigentlich nicht verpassen. In diesem Buch geht es um Holly Sykes. Wir begleiten sie quasi ihr ganzes Leben lang und beginnen tut der Roman in ihrem Teenagerleben. Sie läuft von zu Hause weg, will eigentlich zu ihrem Freund, aber dort wird auch ihre komplette Welt auf den Kopf gestellt und so beschließt sie, komplett wegzulaufen und einfach die Schule zu schmeißen und ihr Geld auf einem Erdbeerfeld zu verdienen. Dann passiert aber etwas, was sie komplett zusammenbrechen lässt und dann befinden wir uns auch schon im zweiten Kapitel. Allerdings wird das plötzlich nicht mehr erzählt von Holly Sykes, sondern von einem jungen Mann namens Hugo Lamb. Und Hugo Lamb ist ein ziemlich Schnösel, ein ziemlich verwöhntes Kind, das seine Winterferien eben irgendwo in den Bergen verbringt mit Skifahren und seinen elitären Kumpels. Und er ist auch selber sehr elitär und sehr wählerisch, was so Frauen angeht. Dabei kriegt er jede und so weiter. In diesen Bergen hat er eine schicksalshafte Begegnung. Jetzt denken wir, im Kapitel 3 kommen wir wieder zu Holly, aber nein, auch dort wird plötzlich eine andere Perspektive gewählt, was unser Gehirn allerdings schon klickern lässt. Und so geht das immer weiter. Jedes Kapitel ist von einer anderen Person erzählt, die aber irgendwo doch eine Verbindung hat oder die uns doch so vage bekannt vorkommt. Am Ende dieses Buches gibt es ein paar fantastische Elemente. Ups. Und am Ende, so ein bisschen die Sprache hat mich so ein bisschen genervt, weil es so bestimmte Wörter gab, die dann dort verwendet worden sind, die ein bisschen zu häufig verwendet worden sind, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich auch nicht ganz 5 von 5 Sternen gegeben, aber trotzdem ist dies hier ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch mit einer besonderen Erzählstruktur. Und wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne meine Rezension dazu anschauen. Als nächstes habe ich ein kürzeres Buch gelesen, das brauchte ich auch nach diesem langen Buch, und zwar von Amelie Nothomb, Blaubart. Basierend tut dieses Buch auf einem Märchen vom Ritter Blaubart, der immer wieder mal ehelicht und seiner Frau quasi einen Schlüssel übergibt mit den Worten, dass sie einen bestimmten Raum damit zwar ausschließen kann, aber ihn nicht betreten darf. Und wenn, dann wird es sie quasi, ich weiß gar nicht, ob er jemandem den Tod droht. Natürlich, wie es dann so ist, kann sie der Versuchung nicht widerstehen, wie auch ihre Vorgängerinnen. Und es soll sie also das gleiche Schicksal ereilen wie ihre Vorgängerinnen, nämlich der Tod. Und dieses Buch bzw. die Geschichte von Amelie Nothomb transportiert dieses Märchen in die Gegenwart. Hier haben wir die Protagonistin, die eine Wohnung sucht und auf eine Annonce geantwortet hat. Sie findet beim Bewerbungsgespräch quasi heraus, dass sie zur Untermiete dort wohnen soll und dass es auch vor ihr schon Untermieterinnen gab, die aber alle auf seltsame Weise verschwunden sind und niemand weiß, wo diese Untermieterinnen sind. Und wie es natürlich so kommt, bekommt sie die Wohnung und sie darf auch alles in dieser Wohnung machen, nur eben diesen einen Raum nicht betreten. Amelie Nothombs Geschichten leben durch die Dialoge, die Protagonisten eben untereinander führen und ihre Schwächen hat sie eben so in den erzählerischen Passagen und eigentlich wartet der Leser immer nur auf die nächsten Dialoge, weil die einfach so herrlich sind. Natürlich auch ein bisschen konstruiert, weil ich glaube, niemand schafft es so, spontan zu sein und dann so adäquat auf so Sachen zu antworten. Aber wie wir als Leser auch auf die nächsten tollen Dialoge warten, geht es hier auch diesen Protagonisten in diesem Buch so, die auch auf den nächsten Dialog miteinander eben warten. Ein sehr, sehr schönes Buch, hat mir wieder sehr gut gefallen. Auch hier eine komplette extra Rezension dazu. Dann das Buch von meinem Buchmessestapel, auf das ich mich am meisten gefreut habe und das mich in diesem Monat am meisten enttäuscht hat. Und
Und zwar rede ich von dem Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. In diesem Buch geht es um den real existierenden Serienmörder Fritz Honka, der in den, ich glaube, 70er Jahren ja, in Hamburg Serienmorde an Frauen verübt hat. Und Heinz Strunk erzählt hier quasi Fritz Honkas Geschichte auf seine ganz spezielle Art und Weise. Er hat auch recherchiert und er hat irgendwie, glaube ich, auch so die Motivation, die Fritz Honka damals hatte, also es gibt keine, eingefangen und auch das Milieu sehr gut eingefangen und so die Gegebenheiten. Ich hatte es mir etwas anders erwartet. Ich dachte, jetzt kommen so innere, ja, keine Ahnung, Monologe und dass wir dem Serienmörder irgendwie begleiten in seinen Morden, aber so war das gar nicht. Das Buch war tatsächlich ziemlich trist auch geschrieben. Es sollte ja auch so sein. Wie gesagt, dieses Buch, ich will dem gar nichts absprechen, dass es objektiv gesehen vielleicht sehr, sehr gut ist, auch gut geschrieben und gut erzählt. Allerdings hat mich, objektiv habe ich gesagt, ne? Hoffentlich. Aber mein subjektiver Eindruck eben war nicht so der allerbeste, beziehungsweise ich war ziemlich enttäuscht und kam aus dieser Enttäuschung auch nicht so richtig raus und deswegen hat es für mich den Lesegenuss geschmälert. Wieso, weshalb, warum und ein bisschen besser als jetzt kann ich es in der Rezension ausdrücken. Ja, wer will, kann sich diese auch gerne nochmal anschauen. Als nächstes und vorletztes habe ich dann gelesen von Hans-Herbert Grimm Schlump. In Schlump geht es um den gleichnamigen Protagonisten, der in jungen Jahren ja freiwillig in den Ersten Weltkrieg zieht. Er hatte Glück, was ihm vielleicht auch gar nicht so erstmal bewusst ist. Er kann ein bisschen Französisch und wird nun in ein französisches Dorf gebracht, zu dem er vorstehen soll, quasi, wo er soll quasi die Bewohner bewachen und ja, Anweisungen befolgen. Ja, und Schlump ist ein ziemlich naiver junger Mann, der ja eben mit voller Freude in den Krieg zieht und der auch im Umgang mit den Dorfbewohnern ein wenig naiv ist. Die Dorfbewohner wissen das sehr, sehr wohl, machen sich auch ein bisschen über ihn lustig, sind aber eigentlich dankbar, dass sie keinen herrischen Herrscher bekommen haben, der sie eben ausnutzt und Frauen vergewaltigt und so weiter. Und ja, Schlump kommt eines Tages dann doch in den richtigen Krieg und ja, es geht dann immer so weiter. Er springt quasi von Mädchen zu Mädchen, von Kriegsgeschehen zu Kriegsgeschehen. Und obwohl Schlump eigentlich so ein naiver junger Mann ist, kommen hier in diesem Buch doch ziemlich dramatische ja, Geschehnisse vor, dramatische Bilder, die hier gezeichnet werden durch den Autor, ja, fangen so auch den Ersten Weltkrieg oder Krieg an sich und in die Dramaturgie des, und die Brutalität des Krieges, jetzt habe ich das Wort, ja, richtig ein. Eine extra Rezension dazu machen, wie mir dieses Buch gefallen hat. Es hat mir gut, gut gefallen, weil es nicht so diese Schwere von Kriegsbüchern hatte, nicht diese Traurigkeit so doll ausgestrahlt hat, weil durch Schlump eben ist man eben doch so leichter durch dieses Buch geschwebt, wie Schlump eben auch so quasi durch den Krieg schwebt, nur an einer Stelle eben fast seinen Charme verliert, beziehungsweise sein Ich-Sein, wie Alice es sagen würde vielleicht, verliert. Und ja, und das hat dieses Buch, das Ende hat zum Beispiel mir ganz gut gefallen und passt eigentlich auch zu Schlump. Ich werde aber noch eine extra Rezension dazu drehen. Und das letzte Buch in diesem Monat war mein absolutes Monatshighlight. Wirklich. Und es ist eigentlich gar kein richtiger Roman, sondern es ist schon ein Buch, aber ein Spiel. Und zwar Mimikry, das Spiel des Lesens. Also das Buch an sich ist jetzt kein Spiel, man schlägt es nicht auf und kann irgendwas spielen, sondern dieses Buch erzählt von einem Spiel. Und zwar von einem Spiel, das ja, Romananfänger erzählt. Also es geht so, dass sich verschiedene Leute letztes Jahr getroffen haben, 2015, in verschiedenen Gruppen und verschiedene Runden gespielt haben, immer Bücher rausgesucht haben und der Spielleiter hat aus diesem Buch Passagen vorgelesen, den Klappentext und das Cover gezeigt und dann den ersten Satz oder einen ersten Teil des Satzes, ersten Satzes vorgelesen und dann mussten die Mitspieler eben meinetwegen maximal 10 Zeilen vom Anfang schreiben und dabei so gut wie möglich den Stil des Autors imitieren. Der Spielleiter hat währenddessen den reellen Anfang quasi auf ein Blatt Papier geschrieben, alles eingesammelt, dann gemischt und alle vorgelesen und dann mussten alle raten, welches der Originalanfang ist. Und dieses ist sehr, sehr schön in diesem Buch hier beschrieben. Die verschiedenen Spielrunden, die Leute, die dort teilgenommen haben an dieser Aktion, ja, wie sie sich untereinander sehen, wie sie das Spiel empfunden haben, aber auch die verschiedenen Romananfänge, die hier drinnen vereint sind. Man kann dann immer so selber ein bisschen mitraten. Hinten am Ende jedes Kapitels gibt es eine Auflösung und das hat es besonders schön gemacht und es sind nicht nur Romananfänge, so viel sei verraten, sondern manche Runden haben sich eben auch etwas Besonderes
was einfallen lassen. Ja, wie gesagt, mein Monatshighlight. Vielleicht mache ich noch ein extra Video dazu, weil es mich wirklich sehr, sehr begeistert hat und ich am liebsten auch spielen würde. Ja, das war's in meinem Lesemonat für den Monat Mai. Für Juni habe ich mir ein bisschen mehr vorgenommen. Ich habe eine Woche Urlaub. Mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr zum Lesen komme. Ich hoffe es ja sehr. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich im Mai gelesen habe. Nicht nur mit dem, was ich gelesen habe, sondern auch, wie viel ich geschafft habe. Ansonsten, wie immer, wenn ihr irgendwas davon gelesen habt oder euch irgendwas angesprochen hat oder ihr sonst Meinung zu meinen Videos habt, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über den Austausch immer sehr mit euch. Und ansonsten war es das von diesem Mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.